Na, Laras Kopf ist im Weg. Gehen wir einfach mal weiter. Das war dann. Da kann ich raufklettern. Ja. Da kann man durchkriechen. Oder auch nicht. Da kann man hochlaufen. Oder auch nicht. Ja, da kann man hinaufklettern. Das sagt sie nur, weil die Entwickler es nicht geschafft haben, dass es gescheit aussieht. Habe ich recht? Ja. So, was ist das hier eigentlich? Ich glaube, das ist, wenn ich hier fehle. Oh, die Ratte hat mich gebissen. Das hat zwar nicht viel abgezogen, aber es ist immerhin naturgetreu. Schade. Ach, die Ratte lasse ich am Leben. Wenn ich das schon nicht in Tomb Raider 3 schaffe, dann. Also war das jetzt aber nicht geplant. Liebe böse Ratte, lass mich am Leben. Ja, und rauf. Was haben wir denn hier? Oh, ach so. Jawohl. Das ist super. Das ist auch ein bisschen knapp, aber in erster Linie erstmal super. Oh. Oh. Boah. Wahnsinn. Das ist. Wahnsinn ist das. Nett. Darf ich auch mal sehen, was mich töten wollte? Nein. Darf ich auch sehen, an was ich sterben werde, wenn ich da runterfalle? Magic. Okay, sie will sich nicht festhalten. Gut, da fahren wir es halt nicht. Ach, ist nur Wasser. Da kann ich raufklettern. Okay, vielleicht ist auf dem Boden was. Ja, eine Ratte unter Wasser. Da kann. Ja, kannst du. Ja, das tust du. Das tust du nicht. Du kannst darauf klettern. Du kannst darauf klettern. Ach, da. Na gut. Ah, ja, okay. Erklärt mir mal einer, wo ich hin muss. Ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren. So ein bisschen total. Konnte ich da raufklettern? Fragezeichen. Ja, da kann ich raufklettern. Ach, wie geil. Schöner Pack. Kann man hochklettern und bekommt dann eine neue Anzeige. Oh. Das klappt nicht so ganz. Einfach so machen. Und die Anzeige ist wieder voll. Nein, das geht eindeutig nicht. Nee. Das ist doch der einzige Weg, oder? Oh, der Teil will nicht mehr funktionieren, der Bug. Na gut. Dann beeile ich mich halt. Auch eine Möglichkeit. Ach, okay, das ist nur gekippt.
Ja, das ist ein Hintern. Da kann ich raufklettern. Man kann es probieren. Da kann ich sterben. Oh. 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 Ja, und wie komme ich darüber, wenn ich jetzt, ihr wisst schon, wie komme ich hierher, wenn ich jetzt das nicht beim ersten Mal geschafft habe? Pech gehabt, ne? Oh, die kleine Ratte. No? Ja, nein, ich werde dich jetzt nicht zerdingen. Auch wenn du mich böse, böse, böse beleidigt hast mit deiner Nage-Ding. Egal. Ein Magazin. Das Magazin des Lebens. Ist das der Levelanfang? Ich denke schon. Das ist der Levelanfang. Und unten runter geht's weiter. Ja. Und danach da. Das kann man bestimmt aus dem Weg treten. Wenn nicht schieben. Ziehen natürlich. Was auch immer ich damit jetzt freigeräumt habe. Ich komme nicht dran. So, jetzt komme ich von der anderen Seite dran. Jetzt verstehe ich die Logik. Jetzt gehe ich wieder hier durch. Bin gleich wieder auf der anderen Seite und da habe ich jetzt keinen Geröllhaufen mehr, ne? Okay, die Ratte will zu seinem Partner. Ist gerade in das in die Wandlauf-Syndrom verfallen. Ah, sehr schlau, okay. Ich habe keine Lust im Wasser nach irgendwelchen Sachen zu suchen. Also mache ich das jetzt schnell. Auch wenn ich fehlen werde. Sag mal, Moment mal. Ich kann doch einfach. So hier, ne? Ich bin gerade richtig gespannt, was hier auf mich wartet. Okay. Die Tür wurde abgeschmacht. Geschmacht. Welch Schmach. Türrahmen. Okay. Ist ja was drin. Kann man nicht mehr nachschauen. Und hier ist auch nichts. Die Tür geht nicht auf. Dann geht es jetzt in den nächsten Raum. Und wer erwartet uns hier? Cool. Niemand. Oh, doch hier jemand. What's happened to you? Warum ist er so verklebt? Mit komischen Zellulitis-Gedingens. Okay, ich weiß nur, dass hier über mir jetzt Elektrozeug ist, das mir keinen Schaden zufügt zu dem. Und hier ist gar nichts. Oder drinnen ist aber was. Okay, da kommt nichts wohl nicht hin. Da auch nicht. Naja, okay. Schlüssel, ne? So. Hier drinnen ist auch nichts. Boah, Mann. Ein richtiges Grab. Bank. Eine Grab- und Bankbank. Ein Lagerding. Was ist denn mit dem Mann da draußen passiert, Bouchard?
Mit Arnaud wollen Sie darüber mit mir sprechen? Möglich. Einem Freund von mir ist etwas Ähnliches passiert. Das bezweifle ich. Und jetzt raus hier. Nie gehört von ihm. Okay. Sie haben neulich einem Freund von mir geholfen. Werner von Kreu. Namen bedeuten hier nicht viel. Nicht mal echte. Was wollt ihr hier? Ich erinnere mich. Das war vor 4 Wochen. Er wollte einer Horde japanischer Touristen die Mona Lisa zeigen. Lassen Sie das, Bouchard. Ich habe gestern einen Freund verloren. Passen Sie auf, was Sie sagen, Madame. Gar nichts werde ich. Ich habe Ihr Unterweltsgehabe satt. Ich brauche Antworten. Vorsicht, Mädchen. Sie machen alles nur noch schlimmer. Was Sie nicht sagen. Und, hetzen Sie jetzt Ihre Schmusekatzen auf mich? Nein, das erledige ich persönlich. Willkommen in Paris. Ja, das ist der Moment im Spiel, an dem das die gute Entscheidung die falsche ist. Ja, verbeuge dich vor deinem Meister. Und das ist das Tolle. Bouchard ist, wie gesagt, so ein Böser. Er sitzt da. Das, nichts, na. Was ist denn mit dem Mann da draußen passiert, Bouchard? Mit Arnaud? Wollen Sie darüber mit mir sprechen? Das bezweifle ich. Und jetzt raus hier. Sagt Ihnen der Name Eckart was? Nie gehört von ihm. Okay. Sie haben neulich einem Freund von mir geholfen. Werner von Kreu. Namen bedeuten hier nicht viel. Nicht mal echte. Was wollt ihr hier? Karten und Informationen über den Louvre. Ich erinnere mich. Das war vor 4 Wochen. Er wollte einer Horde japanischer Touristen die Mona Lisa zeigen. Passen Sie auf, Bouchard. Ich habe gestern einen Freund verloren, jetzt halten Sie mich für die Mörderin. Vorhin kamen die Nachrichten ein Bericht über ein mordendes Monster. Was wissen Sie darüber? Nichts, was Sie interessieren würde. Oh, dieses Monster interessiert mich sogar sehr. Was ist mit meinem Freund, dem Louvre? Ach ja, der Akademiker. Er wollte sich im Louvre irgendwelche Ausgrabungen ansehen. Ich habe ihm einen Kontakt besorgt. Wollen Sie die Adresse? Ich will noch mehr. Eine 9mm? Einen Rucksack, Plastiksprengstoff und Betäubungsmittel. Paris ist in letzter Zeit nicht sicher. Für wen? Sie können offensichtlich auf sich selbst aufpassen. Haben Sie die Sachen für mich? Ich nicht. Aber versuchen Sie es bei Daniel Rennes. Er arbeitet draußen bei den Pfandleihern an der Ecke Rue Saint-Marc und Cour la Seine. Ja, ist ein Strohmann. So langsam verstehe ich. Was würden Sie vorschlagen? Ein Geschäft. Ich habe etwas für ihn. Pässe. Sie könnten ihm die Dinge in meinem Namen vorbeibringen. Pässe. Tschechische Pässe. Keine große Sache. So kommen Sie mit ihm ins Geschäft. Und dann gibt er mir, was ich brauche? Wenn der Preis stimmt. Die Pässe beweisen, dass ich sie geschickt habe. Was ist mit dem Mann draußen im Krankenzimmer passiert? Hat er auch ein Paket für Sie zugestellt? Der arme Arnaud. Einer meiner besten Männer. Er hat schon 4 Angriffe überlebt. Angriffe? Von wem? Wir gehen der Sache nach. Sie sollten aufpassen. Eine Automatik würde mir reichen. Sie haben von Kreu einige Waffen verkauft. Ich brauche auch welche. Keine Chance. Wir brauchen alle unsere Waffen selbst. Ren ist Ihr Mann. Sind wir im Geschäft? Okay, abgemacht. Ja, und er ist eindeutig ein Strohmann. Bouchards Faust dick hinter den Ohren. Und auch wenn es jetzt nicht so aussieht, er ist nicht der, für den Bla uns haltet und so. Der wird nämlich... Oh, nein, ich wollte ihn nicht klauen, tschüss. Der ist nämlich drauf und dran, uns umzubringen. So muss es sein. Ich will da rein. Ich will da rein. Da ist eine Kiste. Hm.
Nische im Nebenraum vielleicht. Genau, durch den Sarg. Hui. Nein. Hier? Nein. Okay, dann halt nicht. Dann war's das halt. Keine Munition. Sag mal, was haben wir eigentlich? So, ja. Schön. Oh, 6 Magazine. Ja, wie auch immer. Wir können auf ihn schießen, aber er wird nicht verletzt und so weiter. Oh, das hier öffnet es vielleicht. OWTR PK05. Das Paket da oben, das sieht aus wie eine Waffe. Da ist doch 100% eine Waffe drin. Was hat Rand mit seinen Händen gemacht? Die sind auf einen Klick zugegangen. So. Jetzt ist der normale Mensch befriedigt und haut ab. Und ich suche mir die eigentliche Beute. Naja, bis zum nächsten Folge. Ciao.